Also, erstmal sind ja schon die Erwartungen an Frauen völlig andere als an Männer. Im Allgemeinen geht die Gesellschaft drastisch härter mit Männern um. Man erwartet bessere Leistungen von ihnen, man ist skrupelloser, wenn sie Fehler machen. Und man macht sich auch deutlich mehr lustig über Männer, wenn ihnen ein Malheur passiert. Ich muss jetzt hier gar nicht mal das Quotenthema aufmachen, bei dem Männer im Gegensatz zu Frauen einen Job aufgrund ihrer Eignung und eben nicht aufgrund ihres Geschlechts kriegen. Oder nimm das Rechtssystem, bei dem Männer oft härtere Strafen bekommen, häufiger von der Polizei kontrolliert werden und so weiter. Vom Sorgerecht und wie du dort als Mann behandelt wirst, gar nicht erst zu sprechen. Du siehst also, alleine hier scheitern ja schon die Thesen der Gleichheit und Gleichberechtigung, die, ja, würdest du sie in einer Beziehung zur Anwendung bringen, die Halbwertszeit dieser Beziehung logischerweise verkürzen würde. Ich gebe dir mal den Tipp, dass immer, wenn du etwas von Gleichheit, Gleichberechtigung oder Rechten hörst, du dies beiseite schieben kannst und stattdessen an Eignung, Veranlagung und Aufgaben denken solltest. Klingt schon wieder verdächtig, stimmt's? Sind aber nun mal universell gültige Gesetze. Und jede Beziehung, nicht nur zwischen Mann und Frau, aber besonders diese, hat höhere Erfolgschancen, wenn diese Begriffe berücksichtigt werden. Blick doch am besten mal selbst in deine Partnerschaft, die du hast oder hattest. Die funktioniert doch immer besser, wenn sie jene Aufgaben erledigt, die für sie besser geeignet sind und für die sie sich ja auch mehr interessiert. Und wenn auf der anderen Seite er das tut, wofür er besser geeignet ist. Das siehst du ja nicht zuletzt bei der Berufswahl, hier bin ich ja auch schon x-mal drauf eingegangen. Frauen wählen nach wie vor überwältigend Positionen in sozialen, in Verwaltungs- und Pflegeberufen und Männer halt im Bauwesen, Handwerk, Landwirtschaft, Forschung und Logistik. Es geht hier also um Aufgaben und ganz besonders auch um Konkurrenzdenken. Natürlich brauchen Männer Konkurrenzdenken, wenn es um ihre persönliche Machtstellung geht. Frauen haben das auch, aber eben nur, wenn es um das Ausstechen von Nebenbuhlerinnen geht. Wettbewerbsdenken ist ganz klar eine Männerdomäne, bei der du Konkurrenten ausmerzt und im fairen Wettbewerb aus dem Weg räumst. Eben damit du deine Macht, deinen Wohlstand und dein Terrain erweitern kannst. Und warum tust du das? Na, erstmal, weil es archetypisch männlich ist und du das sowieso tust. Aber in letzter Hinsicht, weil Wettbewerbsfähigkeit, Macht und Einfluss deine Anziehung steigern. Du also höhere Chancen auf Fortpflanzung hast. Bei Frauen ist das nicht der Fall. Es bringt ihnen vielleicht beruflichen Erfolg, aber es steigert nicht ihre Anziehung auf Männer.